Und da sind wir wieder. 7 Days to Die, Tag 14. Ich war mal wieder ein bisschen in meiner Grube tätig, aber noch sieht man nicht viel. Ich hoffe ja, dass ich nachher ruckzuck den Erdbohrer zusammenkriege. Das wäre ganz tüffig. Was hatte ich jetzt vor? Ja, wir haben Hordenacht. Warte mal, jetzt verbrennt die Steine weg. Ja, wie gesagt, wir haben heute Hordenacht. Ich habe mir die Armbrust schon mal gemacht. Die brauche ich jetzt noch nicht. Ich werde erstmal die Pfeile verschießen. Das habe ich mir die ja umsonst gemacht. Dann hatte ich mir, glaube ich, Stahlpfeile. Ne, Stahlspitzen. Genau. Pfeilspitzen aus Stahl. So, dann könnte ich mal wieder ein bisschen Eisen reinfeuern. Machen wir mal so, schneller durch. Ja, würde man behaupten, dass wir die Defensive besser aufstellen. Und dann schauen wir mal, ob diese Defensive dann auch uns vor der Horde schützt. Hier noch ein ganz schönes Stück. Hier ist die Tür, hier brauche ich keinen. Nanu. Erstmal. Hier alles zuzumachen. Okay, das war jetzt doof. Das lasse ich jetzt einfach so. Das bessere ich aus, wenn ich hier mit Beton arbeite. Das ist mir jetzt auch total Rille, wie es aussieht. Hauptsache es ist zu. Doch schon mal wunderbar aus. Reicht. Mann, ist das für ein Scheiß. Könnte eng werden.
Schade, nicht ganz gereicht. Aber das soll ja kein Problem darstellen. Dann farmen wir uns halt noch ein bisschen was zurecht. Und dann ist der Check. Sind denn eigentlich die Abwürfe? Sind die weit? Ach so. Ja, den einen könnte ich mir eigentlich jetzt holen. Aber ich könnte auch erstmal Holz sammeln. Dann produzieren und dann kann ich auslaufen, weil produzieren dauert ja auch noch mal eine Weile. Horst. Ja, brauche ich nicht. Die Schneebeere brauche ich auch nicht. Schnell weglutschen. Ah, reicht schon. Dann mache ich noch mal 60. So, und auf dem Weg zum Abwurf kann ich ja noch ein bisschen Stein und Eisen farmen. Ich würde sagen, auf dem Hinweg Stein und Eisen und auf dem Rückweg noch ein bisschen Lehm. Weil das ist ja auch ruckzuck aufgebraucht. So, sind hier festgebackt. Ja.
auch noch einen Abwurf. Den hole ich mir auf dem Rückweg. Mal hier ein bisschen sputen. Mache ich denn hier? Was? Ihr könnt mir ja mal was Nützliches da lassen, ey. Also lootmäßig. Das ist jetzt hier kein Highlight. Ich hoffe, das ändert sich bei der Horde-Nacht, wenn wir sie überleben. Da hinten ist er. Markierung weg. Ah ja, toll war jetzt nicht. Aber egal. Irgendwo Lehm vorkommen. Und die Ausdauer wieder runter.
Ups. Nee, ich weiß ja. Ich triff hier. Jetzt möchte ich bloß keine Meute Hunde begegnen. Das wäre jetzt echt ungünstig. So, lauft ihr nicht weg? Seht ihr mich nicht oder was? Halt still, halt still, halt still. Oh. Was haben wir hier? Oh, sehr schön. Die Heilung. Holla. Gut, ab nach Hause. Ich schau mal, ob es hier irgendwo Lehm gibt. Hier vorne. Okay. Nehmen wir davon auch noch ein bisschen was mit und dann soll es halt gewesen sein. Hab ich überhaupt Platz? Okay, dann das kann weg, das brauchen wir nicht. Ach, wieso grabe ich denn jetzt Sand, ey? Sag mal, ich bin doch auf dem Lehm vorkommen, oder nicht? Will ich auch Lehm haben? Ja. Also noch bis 18 Uhr werde ich hier graben. Dann werde ich die restlichen Stacheln aufstellen. Dann mache ich vielleicht noch ein paar ja, wie nenne ich die jetzt? Spitzen? Holzspitzen?
safe sein. Ja, damit kommen wir schon eine Weile. Das Wetter für die Horde. Wegbringen. Könnte ich mir langsam mal ein paar Omelettes machen hier. Gun here.
Na, das nervt ja wohl. Und das nur wegen einer Blume. Oh mein Gott. So, geschafft. Gut, dann machen wir das jetzt so. Die Horde kommt jetzt 22 Uhr. Ich werde hier nicht viel machen, weil ich noch keinen Ausguck habe und nichts. Ja, ich hole euch dann dazu, wenn die Horde Nacht vorbei ist. Und dann gucken wir uns mal an, was sie angerichtet hat und wie viele es ungefähr waren. Und ob sie vielleicht guten Loot für mich hatten. Na? Also wünscht mir Glück und dann bis zum nächsten Mal.